Einen wunderschönen 14. Dezember. Ich finde es total toll, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Es geht um ein Thema, bei dem ich dachte, es gibt kein End-Consumer-Produkt dafür. Es geht um smarte Dartscheiben. Ernsthaft. Das hier ist die Acadia 4.0. Are you not entertained? Eine elektronische Dartscheibe, ein elektronisches Dartspiel, das man mit so Pfeilen bewirft und das Ganze innerhalb der eigenen Wohnung machen kann, weil diese Pfeile keine Spitzen, Piekse-Spitzen haben, sondern so Plastikspitzen. Das ist für den Indoor-Bereich geeignet und damit auch so ein bisschen kinderfreundlicher. Diese Pfeile, die man so draußen durch die Gegend wirft, da muss man ja durchaus aufpassen, wenn so Kinder da rumlaufen und dann pieksen die sich und dann Geschrei und so weiter. Wenn diese Dartscheibe einen Treffer verzeichnet, so wie diesen grandiosen Treffer von mir eben, dann wird der hier auf der iPad-App verzeichnet. Die verbindet sich per Bluetooth und überträgt die Ergebnisse. Man muss nicht mitzählen. Niemand ist gezwungen, Statistik zu führen. Die Statistikverfolgung macht diese App. Es gibt 17 Spielarten, die diese App schon eingebaut hat. Das heißt, man muss die so vielleicht ein bisschen verstehen, aber man muss nicht das Zählen lernen, was mir sehr geholfen hat, muss ich sagen. Mir war echt nicht klar, dass sowas für einen relativ günstigen Preis einfach zu kaufen ist. Und dann dübelt man diese Scheibe an die Wand und dieses iPad daneben oder hält es in der Hand auch und dann baut es eine Bluetooth-Verbindung auf und überträgt die Ergebnisse. Diese Dartscheibe braucht 2 Batterien oder liefert auch so ein Kabel mit. Das Kabel kommt sogar auf der einen Seite mit USB-A, das heißt also, irgendwo ein Stecker wird sich finden, der Strom liefert. Und die Bluetooth-Verbindung ist ganz nett, weil die baut man einmal auf und dann bleibt die bestehen, auch die nächsten Spiele. Man kann die App beenden, immer wenn die App startet, verbindet die sich sofort mit dem Board. Das ist sehr zuverlässig. Die App ist nicht besonders, gewinnt keinen Schönheitspreis, aber sie zählt halt die Zahlen, die dieses Board dort verzeichnet durch die Pfeile mit. 6 Pfeile sind dabei, 20 Ersatzspitzen, ein sehr, sehr meines Erachtens günstiger Preis für so smarte Dart-Hardware. Obwohl ich keine Ahnung von Dart-Hardware habe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen am 15. Dezember ist morgen der 15. geht's hier weiter.